Herzlich willkommen zu Endlich Selbstversorger. Mein Name ist Claudia Weber. Ein Jahr keine Lebensmittel einkaufen. In diesem Film könnt ihr sehen, wie ich mir das gedacht habe, mit einem Jahr keine Lebensmittel einzukaufen. Also ich habe im Mai einmal für 100 Euro Öl, Essig, Salz und Löpe im Lab eingekauft. Das ganze Jahr will ich keine Lebensmittel einkaufen, also Toilettenpapier und Seife. Kaufe ich immer noch ein, aber da könnten wir vielleicht auch noch nach Lösungen suchen. Aber jetzt erstmal nicht. In diesem Jahr geht es nur um die Lebensmittel. Und natürlich ist ja, Gemüse auch ein ganz großes Thema für mich. Und in diesem Film zeige ich euch mein Gewächshaus. Es wächst wie verrückt. Aber warum ich damit nicht wirklich zufrieden bin, zeige ich euch in diesem Film. Und ich zeige euch ja noch ein bisschen was von meinem Garten, wie alles so wächst oder nicht wächst. Die Solaranlage spreche ich auch noch mal ganz kurz an. Und das Problem mit Wotan ist leider doch nicht gelöst. Da sage ich euch warum. Okay, bleibt dran! Das ist mein Gewächshaus, das ich dieses Jahr gekauft habe von Dankover für ungefähr 400 Euro. Ich hatte das extra für die Gurken gedacht und es wächst wirklich wie verrückt. Also die Gurken fühlen sich hier richtig wohl, so hatte ich mir das ja auch gedacht. Aber nicht alles funktioniert so, wie ich es wollte. Also die Gurken habe ich ganz viel geerntet und werde jetzt, heute will ich welche einmachen. Und wie man sieht, die fühlen sich so richtig wohl hier. Da vorne hatte ich Kohl. Ja, der Kohlweißling, der macht mir doch ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. Ich habe jetzt immer abgesammelt, aber irgendwie, so wie jetzt, ja, irgendwie schaffen die es immer, dass ich welche übersehe. Und sie fressen schöne Löcher in meinen Wirsing. Das war das erste Mal, dass ich Wirsing angebaut habe. Hier drüben habe ich die Chili, die ich eigentlich schon wegschmeißen wollte. Also die ist wirklich richtig gut gewachsen. Es bilden sich auch ein paar Früchte. Ob die jetzt noch rot werden, das weiß ich nicht. Und hier das erste Objekt, warum ich hier nicht so zufrieden bin, ist die Zucchini. Ich habe gerade mal an dieser riesigen Zucchini zwei Zucchini geerntet. Eine war riesengroß, die hatte ich übersehen. Vielleicht war das der Grund. Also letztes Jahr hatte ich viel eigenen Kompost benutzt. Dieses Jahr hatte ich halt eben nicht so viel Zeit. Und dann habe ich Bioerde gekauft und ich glaube, die Nährstoffe, die in dieser Erde ist, die fördert sehr das Blattwachstum. Und eben nicht so die Fruchtbildung oder vielmehr die Blütenbildung und dann Fruchtbildung. Ich überlege, die Zucchini rauszuwerfen, weil da passiert nicht viel. Das sind Zucchini, die sind ganz klein, aber obwohl es so warm hier drin ist, wachsen die nicht so richtig. Gießen tue ich auch natürlich. Mal gucken. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Geduld haben.
Aber was ich definitiv rauswerfen werde, also der Kürbis, der wächst wie verrückt. Und ich war halt sehr spät mit den Kürbissen, den Grund erkläre ich später, und dachte, na, okay, wenn ich hier einen Kürbis pflanze, dann könnte der ja im Nachhinein noch reifen im Gewächshaus. Nur da ist es eigentlich dasselbe. Es kommen keine Früchte. Oder die Früchte, die sind sehr klein. So, größer ist es nicht. Und das wird ganz sicher nichts mehr in diesem Jahr. Der nimmt mir nur unheimlich viel Platz weg und da kommt auf jeden Fall kein Kürbis raus. Ich denke, stattdessen, das sieht natürlich toll aus, wie der so wächst. Ne? Blüten sind auch schön, aber es hilft ja nichts, wenn kein Ergebnis kommt. Ich denke, ich werde stattdessen Wintersalate sehen, Feldsalat und einfach zusehen, dass ich nächstes Jahr die Kürbisse früher pflanze. Ja, ich war in diesem Jahr sehr, sehr spät dran mit allem, kann man sagen. Also was speziell den Garten anbetrifft, das hatte den Grund, weil es A, der Frühling sehr spät hier angefangen hat. Ich liege halt auch nochmal höher als die Gegend darum und habe halt länger Schnee auch. Also ich hatte im Mai, April viel Schnee, im Mai hatte ich immer noch Schnee und da hat mir einfach die Vorbereitungszeit, die Beete fertig zu machen, gefehlt. Ein anderer Grund war auch, dass ich einen neuen Arbeitsplatz angefangen habe. In meinem alten, da hatte ich immer freitags mittags um 11 Feierabend und da hatte ich doch viel Zeit, viel mehr im Garten zu machen, als ich in diesem Jahr hatte. Plus, dass ich im alten Arbeitsplatz auch Urlaub nehmen konnte, in der Zeit, wo Beete angelegt werden. Das kann ich in diesem Job beim Friedhof nicht, weil wir gerade ja in dieser Zeit sehr, sehr viel zu tun haben. Und dann kann ich nicht einfach Urlaub nehmen. Ich will auch Urlaub sparen für den Winter, 10 Tage. Ich habe jetzt 10 Tage genommen, aber bis zum Dezember will ich durcharbeiten, weil dann bin ich 4 Monate arbeitslos und um es finanziell ein bisschen zu überbrücken, will ich mir den Urlaub ausbezahlen lassen. Das alles wusste ich natürlich letztes Jahr nicht. Ich habe gedacht, es geht in diesem Jahr genauso gut wie im letzten Jahr, weil im letzten Jahr hat es eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Beete anlegen und allem und mit dem Garten, also viel besser. Klinisch rein ist mein Garten eh nicht, aber dieses Jahr bin ich doch sehr unzufrieden, weil mir sehr viel Zeit gefehlt hat. Aber um das Problem zu lösen, habe ich gedacht, dass ich also auf jeden Fall in diesem Herbst die Beete schon vorbereiten muss und auf keinen Fall bis zum Frühjahr warte, dass es irgendwie funktioniert. Natürlich habe ich immer viel zu tun, aber ich muss halt eben Prioritäten setzen und wenn ich viel Gemüse und vor allem den Kürbis haben möchte, dann muss ich halt früher in Gang kommen und ich muss einfach damit rechnen, dass im April und im Mai noch Schnee liegt. Für die Natur war das kein Problem. Also klar, es war noch lange Schnee, aber die hat dann alles aufgeholt. In Schweden ist es ja auch viel, viel länger hell und da holen die Pflanzen das im Wachstum ganz schnell nach. Nur ich bin zu langsam. So, ich zeige euch auch noch trotzdem noch, was ich noch im Garten habe, was ich hoffe ernten zu können, damit ich im Winter nicht gemüselos bin. Erbsen habe ich schon eingemacht. Das war ziemlich viel Arbeit, die ganzen zu entpellen oder wie man das sagt. Ich habe eingekocht und getrocknet. Ja, hier habe ich schon angefangen, praktisch ein Beet für nächstes Jahr vorzubereiten. Hier habe ich viel Karotten und ich denke, also die Reihe sieht ganz gut aus. Da wird schon was kommen. Da kann ich auf jeden Fall was ernten. Ja, Kohl. Der Kohlweißling macht mir wirklich Schwierigkeiten. Bei dem geht es eigentlich noch. Da habe ich auch mal abgesammelt. Ja, mal gucken, ob der was wird. Kohlrabi habe ich einige und die schmecken richtig gut. Also richtig lecker. Die kann ich einfach
roh wegessen. Und da haben wir ja so einen Kohlweißling. Bohnen hatte ich auch. Die dicken Puffbohnen, die waren super lecker. Die lasse ich jetzt hier trocknen, damit ich im nächsten Jahr welche habe zum Sehen. Weil da möchte ich gern mehr davon haben. Die sind auch recht unempfindlich. Also bis minus 5 Grad halten die das aus. Die kann ich dann recht früh pflanzen. Mangold gibt's. Den kann man lange ernten und immer essen. Also zurzeit habe ich wirklich keinen Kummer, kein Gemüse zu haben. Rote Beete. Sah letztes Jahr besser aus, aber hier gibt es auch in diesem Jahr, in diesem Winter, rote Beete. Und der hält sich ja sehr gut im Winter und ich esse ihn auch gerne. Und ist auch wirklich sehr gut und gesund. Hier habe ich noch mehr Karotten, aber die habe ich nicht so ausgelichtet. Ja, da muss ich sehen, ob das was wird. Und dies hier gibt es Brombeeren. Also in Schweden gibt es nicht so viel Brombeeren wie in Deutschland. Also in Deutschland habe ich ja immer ganz viel Brombeeren gegessen. Hier ist es eher selten. Also ich hatte letztes Mal ein paar Brombeeren. Dies hier ist es richtig viel. Aber ja, eigentlich schaffen die es hier nicht so. Hier gibt es wesentlich mehr Himbeeren als Brombeeren. Das sind die Kartoffeln. Da habe ich das Kraut schon abgeschlagen, weil das braun geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das die Braunfäule war. Aus Sicherheitsgründen habe ich es abgeschlagen. Hier, die sahen ganz gut aus. Da habe ich das Kraut noch dran gelassen. Und die Ernte wird im September sein. Und ich hoffe, dass es genug ist. Also viele, viele Kartoffeln, nachdem ich ja auch keinen Kürbis habe, damit ich gut über den Winter komme. Ich hatte letztes Jahr 120 Kilo. Wir werden sehen, wie viel es in diesem Jahr werden. Ja, hier auch. Also klar, der Kürbis wächst, aber das wird leider nichts, weil ich einfach zu spät dran war. Und das ist, glaube ich, das Erste, was ich in diesem Herbst noch mache. Die Beete für den Kürbis vorzubereiten. Ich habe hier ganz viel Mist. So, das ist ja kein Problem. Das Problem ist immer nur die Zeit. Es ist ja auch in Schweden so, dass der Frost recht früh kommt, also es kann schon immer so einen leichten Frost im August schon geben. Bis jetzt hatten wir noch nichts, im September sicher. Und dann können die natürlich nicht mehr viel wachsen, die Kürbisse. So, hier meine Hoffnung auf Sauerkraut. Also ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus, der Weißkohl. Von daher hoffe ich einfach, dass ich ja doch noch Sauerkraut bekomme. Und also das hat ja wirklich viel besser funktioniert als allen Kohl, den ich draußen angepflanzt habe. Und das werde ich nächstes Jahr auch machen und natürlich noch viel mehr. Maja, geh da raus, ich will wieder zumachen. Du bist eine. Ich kontrolliere auch immer, es haben sich trotzdem immer welche durchgemogelt, paar Kohlweißlinge, aber kein Vergleich zu den ganz anderen Pflanzen, die im Gewächshaus waren oder draußen im Beet. Also, es lohnt sich, das abzudecken. Ja, ich habe das Gewächshaus, das Tomatengewächshaus mit der alten Folie, die ich vom alten Gurkengewächshaus hatte, aufgehoben hat, die ja kaputt war, zerschnitten und hier provisorisch ja, die Öffnung zugemacht. Also es ist wirklich provisorisch, es ist auch nicht luftdicht, weil jetzt, wenn die Pflanzen da sind, einfach schwierig ist, da dran zu kommen. Aber ich hoffe doch, dass es ja, ein bisschen was ausmacht, dass es wärmer wird, vor allem die Nächte, die werden halt hier rechts schon kalt. Also heute Morgen hatten wir 8 Grad gehabt und das wird natürlich noch mehr. Jetzt, eigentlich hatten sie erst Sonne für die nächste Woche angesagt, jetzt ist nur noch Montag schön und der Rest Regen und kälter. Ja, und ich hätte ja schon ganz gern, dass meine Tomaten noch rot werden.
deswegen habe ich die Aktion schnell gemacht. Es sieht nicht schön aus, aber ich hoffe, es erfüllt seinen Zweck. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr mehr Zeit habe, da was, ja, eine dauerhafte Lösung zu finden. Also hier sind die Tomaten, sie sind recht groß, aber sie haben die falsche Farbe. Paprika habe ich auch schon geerntet. Kleine, süße, gelbe Paprika. Und ja, die Kapuzinerkresse, die wächst hier immer toll. Also, das ist ja nie ein Problem. Hier habe ich einen Samen beschenkt bekommen für einen Brokkoli, den man auch über den Winter essen kann. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Vielen Dank nochmal. Ja, und die Tomatillo, also die ist verrückt geworden. Was die wächst, also die Hummeln, die haben es wirklich gefreut. Das war wirklich schön. Aber ein bisschen übertrieben. Nehmt auch das ganze halbe Gewächshaus ein. Ich denke, die werde ich auch ein bisschen zurückschneiden. Also die ganzen kleinen Blüten, das wird ja eh nichts mehr. Ich habe auch schon Früchte gegessen, die waren halt noch sehr grün. Und der Geschmack war am Anfang halt sehr schon süß, aber danach halt so einen komischen Nachgeschmack. Ich denke, das lag daran, dass sie eigentlich noch nicht reif sind. Ich kenne mich mit denen halt überhaupt nicht aus. Ich lasse es jetzt erstmal, aber ich werde sie zurückschneiden. Und ein Brombeerstauch hat sich in mein Gewächshaus reingewachsen. Jetzt kriege ich ein paar Brombeeren. Das ist wirklich toll. Hier ein paar größere Früchte. Ja, und das sind die Tomaten am Sack. Die Tomaten im Sack. Sehen so ein bisschen vertrocknet aus, aber ich habe die eigentlich immer gegossen. Aber die Früchte, die sehen fast mehr danach aus, dass sie reif werden würden. Also sie sind schon wesentlich gelber als die grünen Tomaten im Gewächshaus. Ja, hier habe ich auch schon das Kartoffelkraut weggemacht, weil es braun wurde. Ich werde sehen, ob ich Ernte bekomme. Und hier der Mais. Und ja, also es sieht so aus wie Kolben, was da rauskommt. Das ist das erste Mal, dass ich Mais habe. Ich habe die auch noch mal gedüngt. Vielleicht wird es hier was. Ja, also das, was ich über den Winter haben will, das sind halt eben die Erbsen. Das habe ich dann schon erledigt. Ganz wichtig sind natürlich die Kartoffeln, Karotten, rote Beete. Ja, Gurken werde ich noch einmachen, aber ich finde Gurken, ja, das ist immer ganz nett, aber es ist wirklich nicht so, so ein magenfüllendes Gemüse. Und ganz wichtig ist natürlich der Kohl, dass ich da Sauerkraut machen kann, weil es A eben eine gute Vitamin C Quelle ist und ja gut zu lagern ist. Ich hoffe, das wird was.
Ja, Wotan, eigentlich wollte ich den jetzt im Urlaub chemisch kastrieren. Ich habe bei dem Veterinär angerufen, also beim Tierarzt, und wollte fragen, ob ich den Termin einfach um 2 Tage verschieben kann, weil gutes Wetter war und ich wollte unbedingt noch das Holz reinbringen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass es ja die mich beim Termin machen falsch verstanden haben oder es war eine Praktikantin. Ich habe einen deutschen Akzent, aber eigentlich habe ich nicht so Schwierigkeiten, mich verständlich zu machen. Und ich meine, Ziegenbock, so nennt man ja keinen Hund. Und sie meinten dann, fragten dann, was für ein Tier ich denn kastrieren lassen würde, wollte. Und ich meinte Ziegenbock. Und dann meinten sie, ja, nein, das geht nicht. Hunde werden kastriert, aber Ziegenbock, da weiß sie halt nicht, welche, ja, wie viel man da wohl nehmen soll, dass es dann auch wirklich funktioniert. Also sie hatte da keine Erfahrung. Und ja, da konnte ich dann das Ganze einstellen. Richtig kastrieren wollte sie ihn auch nicht. Und ja, da habe ich natürlich jetzt wieder das Problem. Ich werde es jetzt erstmal laufen lassen. Bis jetzt haben die zwei sich ja wirklich gut verstanden. Ist natürlich ganz was anderes, wenn dann die Brunstzeit kommt. Wenn es nicht geht, versuche ich die beiden zu trennen. Und wenn es ganz schlimm wird, ja, dann muss einer geschlachtet werden und das wird nicht Wotan sein. Beim letzten Film habe ich vergessen zu erwähnen, dass der ganze Stromkasten, das Material, ja recycelt ist. Alte Fensterläden von Deutschland und eine alte Scheune sind dem zu Opfer gefallen. Ich habe jetzt noch ein paar Äste weggesägt, aber es wird nicht so ganz reichen. Ich bräuchte noch eine Stångsåg. So heißt es auf Schwedisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Vielleicht Stangensäge gibt es als Motorsäge oder auch ohne. Weil so hoch komme ich einfach nicht dran. Leiter und Motorsäge, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Viele meinten auch, dass wahrscheinlich die Solaranlage nicht für den Winter ausreichen wird. Das mag sein, das werden wir dann sehen. Aber im Winter kann ich ja dann auch den Generator anmachen und im Winter habe ich auch mehr Zeit. Im Moment ist es für mich halt einfach unheimliche Erleichterung,
dass ich nicht immer dran denken muss, die Batterien zu laden, damit mein Handy geladen wird und das Laptop. Und heute habe ich das erste Mal, ja, Wäsche gewaschen und Wasser hochgeladen, ohne den Generator anmachen zu müssen. Das hat sich schon ganz toll angefühlt. Und die Ziegen haben sich auch gefreut, dass sie ein paar Äste von der Ulme abbekommen haben. Urlaub ist leider vorbei. Die 2 Wochen gingen rasend schnell rum. Ich wollte so viel machen und ich wollte 2 Bücher lesen. Ich habe es aber nur angefangen. Ja, es ist immer dasselbe. Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass ich ja, mit meiner Selbstversorgung so weit vorankomme. Bin zufrieden damit und ich bin auch sehr zufrieden damit, wie ich lebe, wo ich lebe. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.